Mitte Mai diesen Jahres hat Schenker Technologies seiner Neo Gaming XMG-Reihe ein neues Refresh verpasst. Schenker hat die E21-Reihe in der 15- und 17-Zoll-Variante mit AMD-Prozessoren ausgestattet. Nun kommt aber die M21-Reihe sowohl in der 15- als auch wieder 17-Zoll-Variante und die ist mit der Tiger-H-Prozessor-Architektur von Intel ausgestattet. Doch hat hier nicht nur der Prozessor ein Refresh bekommen, sondern auch die Grafikkartenoption. Wo es bei der AMD-Variante eher so war, dass ihr aus der RTX 2000er-Reihe auswählen konntet, ist es jetzt so, dass hier auf die neueste Grafikkartengeneration von Nvidia geupgradet wurde und ihr aus drei Optionen der 3000er-Reihe auswählen könnt. Wir haben von Bestware den XMG Neo 15 Zoll M21 zur Verfügung gestellt bekommen und das Gerät für euch ausführlich getestet. Was das Gerät letztendlich unter der Haube hat und was es leisten kann, ob es für den Gaming-Alltag geeignet ist, das erfahrt ihr hier in diesem Test. Viel Spaß! Kommen wir zunächst einmal zum Design. Wer schon mal einen Schenker Laptop gesehen hat, der wird vom XMG Neo 15 Modell nicht großartig vom Hocker gehauen. Denn das Modell sieht größtenteils identisch aus zu seinem Vorgängermodell. Einfach schlicht und recht unscheinbar, so wie Schenker Laptops eben sind. Deckel und Oberseite sind aus Aluminium gefertigt, während die Unterseite als auch der Displayrahmen aus Kunststoff gefertigt sind. Allerdings zieht das Aluminium Fingerabdrücke auch magisch an. Das ist nicht so cool, weil es besonders am Deckel ziemlich stark auffällt. Der obere Rand, in dem übrigens eine Windows Hello-kompatible Webcam eingebaut ist, fällt ein bisschen breiter aus als die Ränder links und rechts. Der untere Rand fällt, wie man es gewohnt ist von Laptops generell, natürlich immer etwas größer aus. Während andere Hersteller diesen Platz unten meistens für Branding nutzen, hat Schenker Technologies an dieser Stelle darauf verzichtet. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, denn dadurch fällt auch dieser untere, breitere Rand gar nicht so stark ins Gewicht. Neben dem Display hat Schenker in das Gerät eine optomechanische Tastatur eingebaut mit ordentlichem Layout. Die Tasten selbst sind sehr glatt und leicht konvex, so dass unsere Finger beim Tippen das Ganze leicht finden können und auch nicht wegrutschen. Das Schreibgefühl hingegen lässt unserer Meinung nach jetzt nach einigen Monaten Nutzung leicht zu wünschen übrig. Denn wenn man darauf tippt, hat man immer das Gefühl, dass die Tasten viel zu weich für eine mechanische Tastatur anschlagen. Außerdem merkt man beim Tippen ein leichtes Klappern der Tasten. Anders können wir das jetzt erstmal nicht beschreiben. Und das lässt die Tastatur leider etwas weniger wertig erscheinen, als sie eigentlich ist. Immerhin ist der Unterbau recht starr und gibt beim Tippen daher kaum nach. Das wollen wir an dieser Stelle positiv hervorheben. Wie es sich für einen Gaming-Laptop gehört, hat die Tastatur natürlich auch RGB-Hintergrundbeleuchtung mit entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten im Control Center. Neben einzelnen Presets kann nämlich jede einzelne Taste individuell konfiguriert werden. Unterhalb der Tastatur befindet sich für Gaming-Laptops ein recht großzügig bemessenes Windows Precision Touchpad. Sowohl Druckpunkt als auch Gleitgefühl der Finger auf diesem Touchpad sind sehr angenehm. In der oberen linken Ecke befindet sich außerdem noch eine kleine LED-Lampe, die euch signalisiert, ob ihr das Touchpad per Doppelklick entsprechend gesperrt oder entsperrt habt. Zwischen dem Ruhezustand und dem Klick hat das Touchpad allerdings noch minimales Spiel. Und das bedeutet, dass wenn man energisch darauf rumtippt, das Gerät ohne mechanisch zu klicken etwas klappert. An der Vorderkante hinter einer Perforation habt ihr übrigens noch ein weiteres RGB-Element, was ihr natürlich auch im Control Center konfigurieren könnt. Anmerken müssen wir an dieser Stelle allerdings, dass es sich nicht mit der Tastatur synchronisieren lässt. Die anderen Seiten des Gaming-Laptops sind mit entsprechenden Anschlüssen ausgestattet. Welche das sind, seht ihr jetzt. Wie man es von Schenker Laptops gewohnt ist, kann man das Gerät natürlich auch entsprechend selbst konfigurieren und weiter verbessern, wenn man das möchte. 10 Phillips-Schrauben halten das untere Gehäuse fest, die einfach abmontieren mit einem schlichten Schraubenschlüssel und dann kann man sowohl die SSD, den Arbeitsspeicher als auch den Akku ganz einfach selbst wechseln.
Doch bevor wir jetzt großartig an dem Gerät hier dran rumschrauben, wollen wir natürlich euch zeigen, was die Standardausführung bzw. unsere Konfiguration, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, tatsächlich unter der Haube hat. Wir kommen zur Kategorie Performance. In unseren synthetischen Benchmark-Tests hat sich der XMG Neo 15 hervorragend geschlagen. Das war aber auch ein Stück weit zu erwarten, denn wenn man mal bedenkt, was dort in dem Gerät eingebaut ist. Selbst bei maximalen Grafikeinstellungen liegt die Bildrate stabil über 60 FPS, auch bei aktivem Raytracing, beispielsweise beim Benchmark-Test von Metro Exodus. Im Großen und Ganzen bedeutet das jetzt natürlich erstmal, dass der XMG Neo 15 mit allem fertig wird, was ihr ihm aktuell vorsetzen könnt. Zumindest, wenn ihr bei 1080 bzw. 1440p bleibt. Bei keinem der von uns getesteten Spiele, beispielsweise No Man's Sky oder Control, auf maximalen Grafikeinstellungen mit aktivem Raytracing, ist die Bildrate unter 70 FPS gefallen. Ihr könnt übrigens über der Tastatur selbst aus drei voreingestellten Leistungsoptionen auswählen, wie der Laptop ungefähr funktionieren soll. Es gibt Ausgeglichen, Performance und Overboost. Allerdings könnt ihr das natürlich auch darüber hinaus für eure Zwecke noch ein bisschen weiter konfigurieren, was wir auch empfehlen würden, denn dazu lassen sich 5-10% mehr Leistung aus dem Gerät herausholen. Standardmäßig arbeitet die Grafikkarte beispielsweise mit 150 Watt, geht darüber aber nicht hinaus. Wenn ihr aber Dynamic Boost aktiviert, dann wird temporär eben bei entsprechender Leistung 15 Watt mehr beansprucht. Ihr könnt außerdem im Control Center die Maximalleistung des Prozessors erhöhen und auch Undervolting ist möglich. Allerdings müsst ihr den Laptop dafür einige Male neu starten. Doch egal, ob ihr Enthusiast, Overboost oder nennen wir es Overboost Plus an diesem Gerät verwendet, wir empfehlen euch dringend, Kopfhörer an diesem Gerät zu verwenden. Nicht nur, weil die eingebauten Lautsprecher des XMG Neo 15 wirklich nicht die besten sind, sondern weil die Lüftergeräusche extrem laut sind. Ich meine, ein Stück weit muss man das Ganze aber auch nachvollziehen können, denn man hat hier einen Hochleistungs-Gaming-Rechner vor der Nase, der entsprechend Leistung bringt. Und bei einer stabilen Bildrate auf höchsten Grafikeinstellungen muss das System natürlich auch gekühlt werden. Nichtsdestotrotz hätten wir uns gewünscht, dass hier architektonisch vielleicht das eine oder andere gemacht wird, dass die Lüfter leiser sind. Die ganzen Raytracing-Bilder kommen auf dem XMG Neo 15 allerdings sehr gut zur Geltung. Das Display ist von Werkseite schon ziemlich gut kalibriert und die Farben wirken angenehm satt. Dank der WQHD-Auflösung und einer Pixeldichte von 188 ppi haben wir hier ein gestochen scharfes Bild und auch die Übergänge, wenn Bewegung eben im Bild ist, sind butterweich dank der 165 Hz Bildwiederholungsfrequenz. Mit einer ausgewiesenen Spitzenhelligkeit von 350 Candela pro Quadratmeter ist das matte Display unserer Meinung nach bei direkter Sonneneinstrahlung zwar immer noch gut lesbar, könnte aber auch ein klein Ticken heller sein. Ein klein wenig problematisch wird es allerdings an dunkleren Szenen, denn hier merkt man, dass das Panel wohl nicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist und besonders an den Ecken die Hintergrundbeleuchtung in das Bild hineinfadet. Okay, wir wissen jetzt, was das Gerät unter der Haube hat, aber wie sieht es jetzt aus in puncto Akkulaufzeit? Im synthetischen PC Mark 10 Battery Test haben wir natürlich entsprechende Alltagssituationen dort simulieren können und das Gerät hat im ausbalancierten Modus mit Ach und Krach 5 Stunden überlebt. Wir haben außerdem einmal Filme auf dem Gerät in Full HD laufen lassen und da ist das Gerät auf immerhin 5,5 Stunden gekommen. Unter diesen Umständen kann man zu dem Schluss kommen, dass das Gerät eher als Desktop-Ersatz dient als als mobiles Gaming-Device. Natürlich könnt ihr die ein oder andere Zugfahrt hier in Deutschland damit überbrücken, das ist nicht das Problem, aber wenn ihr länger als 5 Stunden unterwegs seid und das als mobiles Gaming-Gerät sehen möchtet, aber keine Steckdose zur Verfügung habt, dann sieht's leider kritisch aus. Wer jedoch etwas experimentieren möchte, hat die Möglichkeit im Control Center die Undervolting-Funktion etwas auszuprobieren und dadurch möglichst viel Akkulaufzeit nochmal herauszukitzeln. Okay Leute, so viel erstmal zur Akkulaufzeit. Jetzt haben wir die ganze Zeit immer mal wieder von diesem Control Center geredet, aber sind auf diese Software gar nicht eingegangen. Also kommen wir mal kurz zum Punkto mitgelieferte Software. Wie alle anderen Schenker Laptops auch, ist das XMG Neo 15 Modell entsprechend mit der Control Center Software ausgestattet. Die ist bei Version 3.9 angelangt mittlerweile und unserer Meinung nach deutlich besser als die 3.0, die noch Anfang des Jahres mit ausgeliefert worden ist. Luft nach oben gibt es unserer Meinung nach besonders im Punkto Design trotzdem noch. Im Control Center könnt ihr, wie bereits angekündigt, nicht nur die Beleuchtung der Tastatur ändern, sondern natürlich auch die Leistungsperformance eures Laptops.
Darüber hinaus könnt ihr die Tastatur konfigurieren, Ladeprofile für den Akku anlegen oder natürlich auch euren Bildschirm kalibrieren. Es handelt sich hierbei um die altbekannte Software des Control Centers, wie man es von XMG gewohnt ist, in der man entsprechende Feinjustierungen an dem Gerät vornehmen kann. Und das ist grundsätzlich immer erstmal eine feine Sache. Okay Leute, ich glaube jetzt wird's Zeit fürs Fazit. Im Großen und Ganzen hat uns der XMG Neo 15 Zoll M21 mit Intel-Prozessor und der RTX 3080 durchaus überzeugt. Wer einen Ersatz für seinen Gaming Tower PC sucht, der möglichst mobil sein soll auch, dann ist man mit diesem Gerät, zumindest in der Konfiguration, wie wir sie jetzt vorliegen hatten, ziemlich gut bedient. Geschmackssache dürfte an dieser Stelle wahrscheinlich das Gehäuse sein, denn das Gerät sieht an sich erstmal auf den ersten Blick nicht stark nach Gaming aus und hat mit den dezenten RGB-Beleuchtungen durchaus ein recht schlichtes Design, was aber auch gefallen kann. Aber auch der Aspekt, dass die Unterschale beispielsweise aus gewöhnlichem Kunststoff besteht, dürfte unbedingt nicht jedem gefallen. Wo der XMG wirklich punkten kann, das sind die Anschlüsse, denn hier ist eigentlich alles da, was das Herz begehrt. Wir haben schließlich auf der Rückseite einen USB-C-Anschluss mit Thunderbolt 4 Standard, leider aber ohne Power Delivery. Was das Gerät allerdings ziemlich attraktiv macht, sind natürlich die Möglichkeiten, das Gerät aufzurüsten. Denn hier könnt ihr erstmal mit einem recht niedrigen Einstiegsmodell anfangen und euch dann nach und nach, wenn ihr nicht gleich 3000 Euro auf der hohen Kante habt, entsprechend aufrüsten. Der Bildschirm ist mit seiner 165 Hz Wiederholungsfrequenz ziemlich nett anzusehen und auch die 188 ppi von der Pixeldichte machen das Bild gestochen scharf und da haben wir wirklich so gut wie nichts dran auszusetzen, bis auf die Helligkeit, die noch etwas weiter ausgebaut werden könnte. Aber das ist eher eine Kleinigkeit. Unser größter Kritikpunkt am XMG Neo M21 ist die Akkulaufzeit. Ihr müsst euch aber einfach auch im Klaren sein, dass ihr hier kein Ultrabook vor euch habt, was reines Arbeitsgerät ist und 10 Stunden Akkulaufzeit locker wegsteckt. Nein, ihr habt hier eine Hochleistungs-Gaming-Maschine vor euch, die eher als Desktop-Ersatz dient und euch mit 5 Stunden Akkulaufzeit im ausbalancierten Modus dienen kann. Seid euch also einfach bewusst, dass ihr am besten eine Stromquelle in der Nähe haben solltet, wenn ihr entsprechende Gaming-Inhalte auf dem Ding laufen lasst. Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei Bestware dafür bedanken, dass sie uns das Gerät zur Verfügung gestellt haben. Und wenn ihr Interesse an dem Gerät haben solltet, dann findet ihr den Link zu Bestwares Shop, wo ihr das Gerät dann nochmal entsprechend konfigurieren könnt, unten in der Videobeschreibung. Okay Leute, das war das Review zum XMG Neo M21 in der 15 Zoll Variante. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da, das freut uns immer sehr. Und wenn ihr Fragen zum Gerät habt oder Anregungen und Kritik zu diesem Format oder generell zum Gerät an sich, dann schreibt das gerne runter in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch, beziehungsweise wir von TechReader, wünschen euch ganz wundervolle kommende Tage. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!